Vom Namen, ja. Diese komische, blöde Rothaarige, die meint, sie wäre sonst wie was, wie berühmt oder sonst wie was, die hab ich auch wie sonst was gefressen. Die Frau hasse ich auch komplett. Ich meine, ich habe noch nie irgendwas mit ihr gesehen, außer halt einmal kurz eine Folge beim Bachelor und ihre Arroganz und so eine Scheiße. Und die denkt ja auch zum Beispiel, sie wäre ja sonst was und wird dann im Dschungelcamp da reingepackt und denkt, ja, sie ist jetzt berühmt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, warum Formate wie RTL und sowas gerade solche Leute noch einladen. Ich check das null. Weil die, ich weiß es nicht, da habe ich echt kein Verständnis für. Da würde ich als Produktionsleiter sagen, diese Frau, tut mir leid, ey, ich nehme alles, aber nicht die. Das Problem ist mittlerweile, die haben mittlerweile so einen, ich sag mal, hirnlosen Standard aufgebaut, ja. Du musst so wenig Hirn haben, um das verstehen zu können. Die können im Prinzip gar nicht mehr anders da, weil denen sonst Millionen von Leuten abhauen, von Zuschauern. Die verlieren Millionen von Einschaltquoten, wenn sie dieses hirnlose Fernsehprogramm nicht aufrechterhalten. Also tut mir leid, aber in meinen Augen ist das nichts anderes. Das meiste, was sie da drin abziehen, ist einfach für Leute, die zu blöd sind, eine Milchpackung aufzumachen. Ja? Na gut, das ist auch natürlich auch eine sehr lustige Begründung, warum es so ein Schwachsinnsfernsehen gibt. Und zwar habe ich das auch mal mitbekommen, dass man gerade sowas wie Richterin Barbara Salisch und so ein Quatsch, diese geilen Formaten mitten im Leben und so, ne? Ja. Dass die extra genommen werden, um quasi die Leute, die jetzt zum Beispiel keinen Job haben oder ähnliches, und bevor die Scheiße irgendwie auf der Straße machen, packt man denen solche Sendungen rein, wo die zeigen, dass das völlig normal ist, dass man zum Beispiel so leben kann. Oder ja. Viele haben ja auch so einen Status in der Gesellschaft oder verhalten sich auch genauso. Und dann sehen die, ach ja, da wird das ja genauso dargestellt, ist das ja ganz normal. Und bevor die Scheiße machen, gucken sie sich halt den Mister an, weißt du? Ja, solange sie dann nicht anfangen, irgendwie randalieren oder sonst irgendeine Scheiße, dann lieber sowas, ja. Kannst du mal nebenbei nochmal hier Dinges machen, mir ein paar Spitzhacken? Also schaufeln. Ja, tut mir leid, schaufeln. Ich hab das schon wieder vergessen. Blumen habe ich noch genug. Nee, du brauchst jetzt Rucksäcke. Nee, Rucksäcke habe ich genug. Ich brauche Schaufeln. Du hast gesagt, Rucksäcke sind Spitzhacken und Spitzhacken sind Schaufeln. Also was brauchst du jetzt? Nee, Schaufeln waren Spitzhacken. Ich brauche Spitzhacken. Einigen wir uns da drauf. Was, schon wieder? Ja, sicher. Ich bin da auch. Guck dir mal den Berg da an. Ja gut, du baust ja nur Steine ab, klar. Oh, tut mir leid, dass ich zu wenig Erde abbaue. Nee, passt schon. Ist schon in Ordnung. Kannst du mir mal lieber erklären, warum hier nichts am Brennen ist in den Öfen? Weil die alle fertig sind. Ach, die sind alle fertig, ich wollte schon sagen. Die sind alle voll. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so. Ah, perfekt. So. Ja, das Zeug holt später aus den Öfen. Ich kloppe jetzt hier auch mal ein bisschen mit ab. Dann kriegen wir den Kackberg mal weg da. So, ich gehe wieder nach oben. So, na, so viel ist es ja gar nicht mehr. Ja, weil ich hier schon die ganze Arbeit gemacht habe. Ja, ich habe ja auch ein bisschen mitgearbeitet, ja? Also. Ja, weil ich bin immer mehr überlegen, ob das Fernsehprogramm heutzutage, ob das wirklich noch, weißt du, alle schreien sie immer hier von wegen Menschen verdummt und die Menschheit wird blöd und keine Ahnung. Wenn du aber dann so Programme an die Tagesordnung setzt, dass die Leute im Prinzip, nehmen wir jetzt mal die Leute, wo keine Arbeit haben, ne, weil wir das eben gesagt haben, dann gucken die lieber Fernsehen, bevor sie auf der Straße Scheiße bauen. Okay, alles schön und gut. Problem ist aber, die werden ja nicht schlauer dadurch. Ja gut, aber die Leute, wie sie sich verhalten, kannst du nicht ändern. Weil nee, jeder das ist ja nicht. Selber dafür zuständig. Richtig. Wenn jetzt eine Eiche meint, sie müsste, also so eine Tusse, die einfach mit 14 jetzt schwanger geworden ist, das meine ich jetzt damit, ja, und sich dementsprechend durch ihren nicht vorhandenen Bildungsstand versucht auszudrücken, die wird auch in 10, 20 Jahren sich höchstwahrscheinlich nicht ändern, wenn sie beispielsweise zum Beispiel durch ihr Umfeld geprägt ist. Ist ja auch viel, haben ja auch das Problem, sie sind einfach in einer Ecke groß geworden, wo die meisten sich so verhalten, dann passt du dich natürlich logischerweise an. Ja, richtig. Hast du natürlich niemanden gegeben, der einen höheren Bildungsstand vorgeben kann oder beziehungsweise zeigen kann, dass es ja auch, ja, einen Job zu haben, ist ja vielleicht gar nicht ganz so schlecht. Ist natürlich das Problem dann, ne? Dann sehen die das ja natürlich nicht so.
Ich meine, wenn ich mal als Vergleich nehme, eine Ausbildung heutzutage im handwerklichen Beruf, die haben im Endeffekt, also okay, wenn man es jetzt mal auf die jetzige Situation dann bezieht, haben sie weniger als jemand, der zum Beispiel Hartz IV bezieht. Weil Hartz IV wird Wohnung bezahlt, die haben Taschengeld und ähnliches. Jemand, der jetzt zum Beispiel eine Ausbildung macht, hat das vielleicht alles nicht, wird vielleicht noch nicht mal von den Eltern unterstützt, muss davon auch noch die Wohnung tragen und je nachdem, was, wie gesagt, handwirtschaftlich, ja, du weißt, was ich meine. Das ist ein schwieriges Wort, ich weiß. Nein, handwerklich, ja. Genau, handwerklich, ich sag handwirtschaftlich, ne? Ja. Nein, auf jeden Fall, da ist ja, haben die weitaus weniger Einkommen, geringeres Einkommen als zum Beispiel, ja, wenn du irgendwelche Kaufmännischen in der Industrie jetzt machst, die haben ja schon allein in der Ausbildung ein höheres Einkommen. Ja, und richtig. Und wenn davon alles tragen musst, dann hast du gerade bei solchen Berufen wie Koch oder was haben wir denn sonst noch, Hotelkaufmann oder Kauffrau, hättest du jetzt beispielsweise so ein geringes Einkommen, dass du echt sagst, so Hartz IV haben echt weitaus mehr davon. Nur, klar, logischerweise kann man das dann nur auf die jetzige Situation beziehen, desto länger du natürlich arbeitest, desto mehr verdienst du, blablabla, das kennen wir alle, ne? Aber diejenigen, klar, wenn du jetzt die ganze Zeit arbeitslos warst, warum sollst du denn unbedingt arbeiten gehen? Weil es funktioniert ja auch so, ne? Ja, ist richtig. Du kannst ausschlafen, wenn du Bock hast, kannst du auch mal schwarz arbeiten gehen. Meckert ja keiner, ne? Ist ja auch immer so die Sache. Ja, leider, muss man sagen. Aber ja, ist richtig. Im Prinzip, die Leute denken teilweise gar nicht so verkehrt. Warum sollen sie morgens aufstehen, wenn sie... um arbeiten zu gehen, wenn sie als Arbeitsloser 300 Euro mehr haben, jetzt mal als Hausnummer. Ja gut, das verstehe ich ja auch, wenn wirklich jemand, wenn er arbeiten geht, quasi vielleicht weniger raus hat, als wenn er nicht arbeiten geht, finde ich, ist das zum Beispiel, verstehe ich die Leute, aber da verstehe ich den Staat zum Beispiel nicht, dann sollen die einfach die Leute fördern, die wirklich was machen wollen. Aber, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, darüber ist immer ein schwieriges Thema sowas, weil wirklich jeder so eine komplett andere Meinung dazu hat, aber ist halt immer so eine harte Sache, was das angeht. Ja, leider, muss man sagen. Deswegen spreche ich auch normalerweise relativ ungerne in Let's Plays irgendwie sowas Politisches an, weil das kann ja wirklich mehr nach hinten losgehen, weil wenn Leute komplett andere Ansichten sind, ich meine, ich denke, du weißt ja, was ich damit meine. Ja. Ja gut, aber da muss man ja wieder sagen, zum Glück Deutschland, hier herrscht ja sowas wie Meinungsfreiheit, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt niemanden persönlich angegriffen, ja? Das wollen wir jetzt sagen, Arbeitslose, wir greifen ja keinen persönlich damit an. Ja? Das ist soweit richtig, da gebe ich dir recht. Deswegen, wenn man das so allgemein hält, also normalerweise gehe ich mit dir d'accord, mit der Aussage, gerade so politische Sachen, immer so ein haariges Thema. Aber jetzt eben aus dem Aspekt zum Beispiel, wir greifen ja niemanden persönlich direkt an. Ja? Außer daher, die Georgina. Nein, die natürlich auch nicht. Nee, also wir jetzt sagen ja nicht, Ali Hans Gustav ist ein Arschloch, ja, als Beispiel. Das sagen wir ja nicht. Von daher, wir beleidigen ja niemanden persönlich. Geschweige denn, dass wir überhaupt irgendwann beleidigen würden. Warum hast du denn hier ein Loch gebuddelt? Ich wundere mich gerade schon, warum ich hier runterfalle. Weil ich hier am Abbauen bin. Ja, aber du holst mir alles aus. Das machst ja. Du extra, gib's zu. Natürlich. Solltest du aber mittlerweile gemerkt haben. Ja, ich baue lieber, glaube ich, hinten weiter. Ich glaube, das ist sicherer. Gell, meine Blumendame? Ich bitte dich. über den Joker haben sie damals auch alle gelacht. Ich sag dir nur das dazu. Ja, ja, ich hab schon kapiert. Ich bin Batman. Bis die Blumen dich verfolgen, alle. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast. Irgendwann wirst du nur auf deinen Server hier gehen, dann siehst du nur irgendwo eine Blume rumliegen, dann weißt du schon Bescheid. Ganze Map, alles schwarz, alles dunkel, ich bin ewig ins Leere am Fallen und dann kommt mir irgendwann eine Blume entgegen und fällt mit mir. War das nicht bei dem zweiten Batman-Teil nicht auch so, dass am Ende so eine Joker-Karte da irgendwo rumliegt? Ja, genau. Direkt so was Markantes quasi. Ich kann keine Steine mehr sehen. Weißt du warum? Ich finde die voll geil. Ja, wenn man sie selbst aufbaut, ja, aber zum Abbauen. Ich bin ja auch schlau. Ich könnte mir ja eigentlich eine Spitzhacke craften mit Behutsamkeit und einfach mal eine komplette Spitzhacke hier mit Behutsamkeit abbauen. Dann müsste ich nämlich nicht so viel brennen im Ofen.
Hättest du mir wenigstens mal eine Diamantenspitzhacke oder sowas gegeben, wird das hier alles schon ganz viel... In der Kiste war eine, du hättest ja eine nehmen können. Ja, aber dann kriege ich Ärger, dass ich deine Diamantenspitzhacke kaputt gemacht habe. Ach ja, ich habe auch keine Diamanten. Ich gehe mal eben schnell eine holen. Ich wollte schon sagen, bau woanders ab, verdammt nochmal. Du holst jetzt eine Diamantenspitzhacke? Ja. Wie unfair ist das denn? Ja, für dich. Achso, nee, brauchst du nicht. Wie ja, gesagt, komm, jetzt bin ich unterwegs hier. Du nimmst die Spitzhacke! Ich schmeiß die ins Meer. Nee, ich schmeiß... Da will alles ins Meer schmeißen, so ein kleines Wasserkind hier, weißt du? Voll geil. Gute alte hier Umweltverschmutzung. Macht, ist doch in, oder nicht? Heutzutage macht doch jeder. Ja, natürlich, klar. Fukushima, scheiß Problem, alles ins Meer rein. Das ist alles kein Problem mehr. Ja, da kommt dann sowas raus wie Riesentintenfische und so Sachen. Ja, hast du jetzt nochmal nach dem Unfall, wann war das? Das ist ja bestimmt jetzt 3 Jahre schon fast her, ne? Oder wenn nicht schon länger. Hast du noch was davon gehört? Ich nicht. Ich habe einiges davon gehört. Eben, ja. Ihr habt doch eben gesagt, dieser Riesentintenfisch zum Beispiel. Ja, außer das jetzt, aber ich meine, großartig darüber berichten tun ja nicht mehr. Achso, nee, das nicht. Nee. Damals ist es halt passiert, gut, ab und zu taucht man ein Bild auf, wie viel Radioaktivität ins Meer reingeht, aber ja. Ist so, ne? Kein Problem, macht man nichts rum. Die Firma, die das zu verantworten hat, ist ja auch kein Problem. Dann reagiert drauf, schaltet alles ab. Ja gut, explodiert jetzt so ein Ding in Frankreich, haben wir genauso ein Problem. Ist nicht schlimm, dafür bezahlen wir ruhig ein bisschen mehr. Das geben wir alles gerne ein. Ja, so ungefähr. Und weil's ja so schön ist, heizen wir wieder ein paar Kohlekraftwerke ein, machen zwar die Umwelt ein bisschen beschissener damit, aber ist nicht schlimm. Hauptsache so ein Kraftwerk explodiert, nicht bei uns. Na, das ist... Aber das sind auch so Sachen, da könntest du auch stundenlang dich drüber ärgern, aber ändern kannst du ja doch nichts irgendwo. Das ist ja das Traurige dran. Na gut. Das ist wohl wahr. Hätte ich wohl besser Politiker werden sollen, hätte ich mich auch schmieren lassen können. Und hättest noch ein bisschen was verdient dabei. Huch. Ja, machst ein paar Ministerposten, gehst du durch, hast du pro Ministerposten neue Rente. Ist eigentlich keine schlechte Vorsorge. Da brauche ich wenigstens nicht Riestern. So, gehen wir mal gucken. Haltbarkeit. Ah, genau so war's. Wunderbar. So. Aber ich finde unsere Verteidigungsdauerwelle ja auch herrlich, ne? Was ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich auch nicht. So. Hauptsache im Friseursalon ist an der Front. Ja du, die Leute der Bundeswehr, die müssen geschniegelt und gestriegelt dastehen. Wie sieht das aus, wenn da mal eine Locke falsch sitzt, hallo? Kannst du nicht springen? Hauptsache, die haben auch so OB-Automaten überall auf den Kampfschiffen und alles. Unglaublich. Wusstest das du? Das ist wichtig. Da musste ich letztens lachen, als ich einkaufen war. Es gibt Binden für den Mann. Ja. Weiß ich, habe ich schon mitgekriegt. Wie ekelig. So, hier, guck mal, eine Diamantspitzhacke. Die darf ich kaputt machen? Die kannst du verheizen. Boah, geht das schnell. Oh. Welch ein herzliches Geschenk. Ja, so bin ich zu dir. Wie eine Mutter ohne Brust, eine Braut mit Vollbart. Mit Vollbart. So mag ich die Frau doch am liebsten. Das kratzt immer ein bisschen beim Knutschen, beim Fummeln, aber trotzdem, das geht. Unschön dickbräuchig. Boah. Boah, Alter. Hilfe. 150 Kilo auf 1,50. Boah. Oh, diese Bilder. Oh. Ach ja, ganz, ganz lustig. So, haben wir das Niveau auch mal kurz wieder runtergeholt. Das können wir uns eigentlich wieder ein bisschen steigern. Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit über zu normale Themen unterhalten. Dann ist es ganz normal, dass irgendwann mal so ein Mist rauskommt. So, ja, jetzt können wir anfangen. Wunderbar. Womit willst du anfangen? Ich dachte, wir sind schon seit, was weiß ich nicht, wie viele Aufnahmen haben wir schon angefangen. Ja, warte, es kommt ja jetzt erst da. So,
Wo bist du denn? Ach, da hinten rennt er rum. Ich bin fleißig hier im Bauen. Brauchst du neue Cobblestone? Nein. Huch. Sonst hättest du schon mal das Fundament setzen können, Leute. Lol. Warum bin ich hier in die Höhle reingefallen? Warum ist hier eine Höhle? Die habe ich dir extra übrig gelassen. Ja, danke, das merke ich. Komm mal hier raus. Scheiße, da. Du wolltest ja hier oben mitbauen, da kann ich jetzt nichts für. Du hast mir vorhin auch dir die Falle gebaut. Weißt du, ist der Erste, wo hier schreit, dass er hier überall Fackeln und Zeug haben will, ne? Und dann kommt doch mit so was her. Na gut, da ich ja hier nicht gerade aufnehme, brauche ich ja die Fackeln bei mir nicht hinzusetzen. Wenn man bei mir nicht unbedingt was sehen muss. Das ist ja immer das Lustige. Man sieht ja selber wirklich viel, aber bei YouTube sieht man gar nichts. Ja, das ist richtig, weil sie Videos dann nochmal nachkodieren wegen Livestreaming. Ja. Das ist, ja. Obwohl, da finde ich es auch mal lustig, bei so kleinen YouTubern, wenn ich so sehe, die auch nicht wirklich so Abonnenten oder sonstige haben, also die jetzt nicht regelmäßig mal zuschauen, wenn die mal Livestreams schalten und sowas. Haben die auch ein bisschen kontraproduktiv, oder? Ja, stellenweise schon, ja. Ich meine, ich würde selbst auch nicht streamen, wenn ich einen View, also eine Person nur hätte, die gucken würde. Das wird sich auch ja nicht lohnen, der Aufwand ja, dann. Wird ja auch nichts bringen, klar. Also ich kann ein bisschen schneller abbauen wie du, ne? Warum das denn? Na, guck doch mal. Dann pack kein Eis, dann bleib ich hier sitzen, wenn das so weit ist. Darf ich mir ein Erdbeereis backen? Kannst du machen. Wenn die noch so richtig heiß am Dampfen sind und blubbern, dann sind sie gut. Eis kann man ja backen. Ja, ich weiß, es gibt so Backeis-Sachen da. Zumindest frittieren. Ja, was schmeckt das? Ich hab das noch nie probiert, keine Ahnung. Du hast ja quasi einfach nur außen diese knusprige Hülle, die du frittiert hast. Wie zum Beispiel nimmst du einen Backfischteig, also diesen Bierteig da drum. Ja, ja. Was Knuspriges hast du dann und innen drin halt dieses kalte Eis, also. Okay. Ist nichts Schlechtes. Ich weiß ja nicht, inwiefern du mit Kochen bewandert bist, was das angeht, weil ist ja bei vielen verpönt so ein Thema bei den männlichen Kumpadres, obwohl ich eigentlich sagen würde, Männer können besser kochen als Frauen. Das gibt's ja. Gut. Ich bin jetzt nicht sehr bewandert im Kochen, aber ich wehre mich nicht dagegen. Also, wenn ich jetzt mal Lust habe, irgendwas zu probieren, blödes Beispiel jetzt eine ganz zu Weihnachten, ja, fällt mir jetzt gerade spontan ein, dann setze ich mich da auch schon hin und probiere mal aus. Wenn es halt schief geht, ja mein Gott, fürs nächste Mal weißt du, was verkehrt war. Ich sag jetzt nicht hier, Männer kochen, scheiße, Frauen gehören an. Ja, Quatsch, das ist Blödsinn. Wie gesagt, ich bin hundertprozentig der Meinung, eigentlich die meisten Männer heutzutage können besser kochen als Frauen. Wenn ich alleine meine Stufe von früher von der Schule her betrachte, meine Güte, da konnten die Frauen teilweise, wenn sie Nudeln kochen sollten, ja, muss da Wasser rein? Musst du atmen im Leben? Was tut bei dir? So ungefähr, ja. Nee, also da muss ich sagen, wenn wir von der Schulstufe mal gehen, was du gerade gesagt hast, nee, also bei uns die Frauen, es gab eine einzige, die es nicht konnte, was allerdings das Problem war, das war dann so ein bisschen die Religion von zu Hause, die Frau hat, die Kinder haben nicht kochen zu lernen. Ja? Okay. Das haben sie erst zu lernen, wenn sie verheiratet sind. Ja, die durfte halt zu Hause nie, die konnte nur in der Schule kochen üben, wenn wir Kochunterricht hatten von der Schule aus. Du kannst halt nicht eben mal einmal die Woche Kochunterricht von 4 Stunden da in einem Jahr nachholen, was die letzten 20 Jahre nicht gelernt hast. Oder die letzten 15 Jahre jetzt, wenn man mal Schulzeit rechnen, ne? Also, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich finde auch bei sowas, wegen Glauben und sowas, ist natürlich auch immer die Sache, wie man halt da erzogen wird. Ich meine, ich bin jetzt absolut mit der Kirche habe ich nicht wirklich viel zu tun. Überlasse ich auch jedem selber. Ich meine, das ist ja sowieso auch, mir ist das egal. Jeder kann glauben von sonst was sein. Jeder, von mir aus kann jemand einen Stein anbeten, wäre mir auch egal, solange mich damit nicht nervt, weißt du? Richtig. Da habe ich dieselbe Einstellung. Ich lasse jedem seinen Glauben, seine Religion. Ich kann niemandem vorschreiben, wer an was, warum, gegen wen und überhaupt zu glauben hat. Solange er mich damit in Ruhe lässt und nicht versucht, irgendwie da zu konvertieren oder weiß der Geier was. Hauptsache, du kannst die Steine kloppen, ne? Was?
Nee, das finde ich ist auch ganz, ganz schwierig, so ein Mist. Aber. Nee, also ich halte das ganz einfach. Jeder kann glauben an was er will. Jeder hat einen eigenen freien Willen, nach dem er handeln und entscheiden darf, kann, soll. Nee, er soll eigentlich. Jeder hat ja einen eigenen Willen, er sollte danach entscheiden. Solange er jetzt nicht versucht, mir irgendwas aufzudrücken oder irgendeine Story vom Pferd zu erzählen, kann der glauben, woran der will? Das interessiert mich nicht. Also, warum sollte ich ihm jetzt was madisch reden? Nee, hey, das sehe ich genauso. Wie gesagt, also, es ist halt immer so eine Sache, ne? Ja klar, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil dann jeder meint, seine Religion wäre die ultimative und keine Ahnung. Ja, das finde ich ist ja zum Beispiel so eine Sache, egal welche Glaubensrichtung oder auch, wo man es auch extrem sieht, ist, wenn wir jetzt mal vom Glauben weggehen und Vegetarier oder Veganer. Ich meine, was ich mal gehört habe, so ein Witz nach dem Motto, woran erkennst du, dass derjenige ein Vegetarier oder Veganer ist? Ja, natürlich, er erzählt es einem, ne? Also das finde ich, es stimmt auch auf jeden Fall, weil ich kenne eigentlich keinen Vegetarier, der einem nicht schon mal als Fresser, als Fleischesser vorgeworfen hätte. Ja, wie werden die Tiere denn gehalten? Hast du das mal angeguckt? Und hier und da und sind Lebewesen. Ach, ich weiß nicht, das ist immer so eine endlose Diskussion. Ja, es ist ein ziemlich schwieriges Thema, es stimmt schon. Letztens hatte bei Facebook, habe ich eine gesehen, auch Vegetarierin anscheinend, ich wusste vorher nicht, aber sie hatte so ein Video reingestellt oder verlinkt, wo man sieht, wo so Küken halt in Massen reingeschmissen werden und durch einen Häcksler gedreht werden. Ja, das kenne ich, das Video. So blöd es auch klingt, ja, es ist halt heutzutage in der Industrie halt so, du kannst da nichts dran ändern, aber für die männlichen Küken haben die irgendwie keine Verwendung, keine Ahnung. Klar ist natürlich jetzt auf eine Art und Weise, da kann man sich auch drüber streiten, ist aber eigentlich ein anderes Thema. Nur, was sie darunter geschrieben hat, ist, ja, lecker, hier einmal Chicken McNuggets bitte. Alles klar, direkt mal gefragt. Was ist eigentlich bei dir los? So werden die überhaupt nicht hergestellt. Da geht's erstmal schon los. Da meinst du, ja, sie weiß, dass es nicht so hergestellt ist, aber sie wollte ja eigentlich mal nur zum Überlegen so anregen. Weißt du, ja, ist ja schön, dass du uns allen jetzt vorwerfen willst, dass wir Fleischesser sind. Ne? Wir haben es ja verstanden, aber behalt's für dich nächstes Mal. Mhm. Weißt du, die Sache zum Beispiel, einfach, ja, sollen alle so glauben wie die, mehr oder weniger. Ja, ist aber auch ziemlich pietätlos, dann unter so einem Video direkt mal so einen Kommentar runter zu ballern. Also, irgendwo. Das ist richtig. Ja, ich weiß nicht, das ist. Ich meine, dass so Chicken, hier diese Chicken Nuggets jetzt nicht auf natürliche Weise, also dass sie filetiert werden, oder die Hühnchen filetiert werden und daraus dann schöne Stücke geschnitten werden, ist logisch. Also dass die zum Beispiel auch Knochen mit reinäschern und die dann durch ein Sieb rausfiltern. Ich denke mal, das dürfte auch bei jedem angekommen sein, aber es ist halt so und die meisten Leute nehmen es halt auch an, ne? Ja, und solange sie Leute ja annehmen, können sie ja munter weitermachen damit. Klar, warum denn nicht? Man muss sagen, solange die Unternehmen damit niemanden vergiften, ist es nicht schlimm. Ist schon richtig. Kann jeder ja entscheiden, was er essen will, wie auch immer. Ob es jetzt schön ist, zum Beispiel auch Kindern jetzt immer Fertigsuppen und Fertigsachen oder so Mist zu geben mit den Geschmacksverstärkern. Gut, das ist eine Sache. Ist ja auch bewiesen, dass die Geschmacksknospen der Kinder ja dadurch sehr beeinflusst werden für spätere Leben, aber. Ja, ist gut, richtig. Das sehen die viele Eltern ja auch nicht, aber ist natürlich auch wieder eine andere Sparte, über die man sich streiten kann. Ja, da ist dann halt das Problem, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, die Eltern rechnen dann zum Beispiel nur mit dem Geld. Ja? Oh, hier, die Suppentüte kostet 29 Pfennig, oder Cent jetzt ja mittlerweile. Wenn ich hier, keine Ahnung, meinem Kind einen ordentlichen Salat machen will, das kostet 50 Cent. Ja? So rechnen die Leute dann. Oh, Suppentüte ist billiger. Toll. Ja. Das ist soweit wahr, aber ich meine, ich weiß gar nicht, ob das der Lichter oder der Lafermann gesagt hatte. Die Leute kaufen das teuerste oder das schönste Benzin für den, oder das schönste Öl für den, für das Auto, aber ja, für sich selber hauen sie sich so ein 50 Cent Öl rein. Das war der, ach, wie heißt der wieder? Ich meine, das war Lafer oder Lichter, einer von beiden, oder? Nee, weder noch, das war ein anderer. Wie heißt denn der? Fällt der Name jetzt nicht ein. Der mit Gaumen Schmaus oder Gaumen Graus, wer war denn das? Weiß ich jetzt nicht. Der hatte das nämlich auch sowas mal gesagt, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, wie der ist. Das ist, wie gesagt, auch sowas Interessantes, so, was man auch mal überlegen kann, ne? Ja, hat er ja aber recht. Das stimmt ja. Fürs Auto das teuerste ist das Beste und daheim für den Salat nimmst du so ein 2 Cent Öl aus dem Hinterhof, irgendwo aus dem
aus 5 Jahren alten Rüben rausgequetscht, so, keine Ahnung, das ist, da denken viele einfach nicht nach dann. Ich meine, ich hatte auch mal beim Metzger, fand ich auch herrlich, hat so eine gefragt, sie wollte Rinderfilet haben, ja, was möchten sie denn haben, hier, das deutsche oder das argentinische? Ja, wie viel kostet das denn? Ja, natürlich deutsche, natürlich billiger, es schmeckt natürlich auch anders. Ja, sie nimmt auf jeden Fall das deutsche. Also, die Leute, die machen sich ja, gut, könnten natürlich, bei vielen ist das ja auch Unwissen. Ich meine, was ich auch lustig fand, hatten die einmal erzählt, ich glaube, da wollte der Mann, der kocht anscheinend nicht zu Hause, wollte nur Fleisch kaufen. Da hat er gefragt, ob die Rouladen, die er da kriegt, ob die auch zart sind. Da hat die Verkäuferin gesagt, ja natürlich, sie dürfen sie halt nur nicht so lange schmoren. Ja, da denke ich mir nur, komisch, ein Schmorfleisch, was du nicht so lange schmorst, naja gut, was hast du dann daraus, was zähes, aber Hauptsache man gibt so einen Tipp, obwohl man null Ahnung davon hat. Das ist auch manchmal extrem lustig. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich da was zu sagen soll, aber bevor ich da jemanden jetzt persönlich angreife, weil sie jetzt denkt, sie hat komplette Ahnung oder ist vom Fachgebiet, gut, letztes Mal, ne? Ich meine, darauf habe ich natürlich auch keinen Bock, dass dann jemand an die Kehle springt, weil das hier dann bloßsteht. Ja, klar, natürlich. Es gibt viele Themen, da kannst du gar nicht drüber, richtig drüber diskutieren. Oh. Ja, weil es halt einfach verschiedene Lager sind und dann fühlst du der eine angegriffen, der andere bestätigt. Drehst du die Meinung um, fühlt sich der andere bestätigt, der eine wieder angegriffen, das... Ja, ist alles so ein bisschen verzwickte Sache. Ne? Wie gesagt, sind alle nicht kritikfähig. Ja, die meisten sind es wirklich nicht, das stimmt. Obwohl man kann sich ja sonst nicht verbessern, wenn man keine Kritik kriegt, ne? Richtig. Ist ja das altbekannte Lied, aus Fehlern lernt man. Du lernst als Kind niemals, dass eine Herdplatte heiß ist, wenn du nicht mindestens einmal deine Finger drauf hattest. Ja, wie viel Löcher im Kopf hatte ich als Kind? Meine Güte, ey. Dachte ich genauso. Mich mussten sie ja sogar nähen. Ja, bei mir auch also, zweimal. Von daher... Gehirnerschütterung schon, weil ich von der Rutsche gesprungen bin. Weißt du, hast du alles. Alles querbeet mal durch. Aber mein Gott, es ist immer noch besser, als wenn du heutzutage als Kind nur von der Glotze oder vor der Konsole hängst. Richtig. Ich bin noch rausgegangen, richtig. Vor der Tür, weißt du, so frisches Luft, relived und so. Real Life hat eine geile Grafik, aber manchmal nerven die. Ist ein scheiß Spiel, ja, ja. Ja, ich weiß schon. Huch. Und die Ausdauer ist meistens nicht so gut. In der Tür. Ach so, nichts Besonderes. Okay. So, habe ich noch Cobbles dabei? 9 Stück? Yay, Wahnsinn. So, wir hatten es ja vorhin von der Diablo-Reihe, ne? Bei mir trällert gerade schön die Musik von Diablo 1 auf Moa. Ach, ich habe dieses Spiel tot gespielt. Das ist Wahnsinn. Kannst du keinem erzählen. Diablo 2 habe ich mehr gespielt als 1. 1 habe ich nicht so unbedingt gespielt. Das 2 habe ich auch tot gespielt, also. Ich habe mir das ziemlich hardcore gegeben mit den Spielen. Aber es waren auch einfach geile Games, also. Obwohl ich sagen muss, da fand ich sowas wie Baldur's Gate um einige, was heißt nicht besser, aber fand ich auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hattest. Nee, Baldur's Gate habe ich auch nie gespielt. Will ich aber auch mal machen. Ich habe mir jetzt so oft schon Videos dazu angesehen, so Gameplay-Trailer und so eine Geschichten. Dann würde ich dir aber raten, fang auf jeden Fall mit Baldur's Gate 1 an. Weil dann weißt du wenigstens noch nicht ganz genau, worum es geht in dem Spiel. Ja, und, will ich ja. Ich will das ja von vorne anfangen alles. Ja. Auf jeden Fall, das ist weitaus besser. Und das Bessere ist noch, die Charaktere, die du dir ja quasi erstellst, die sind stärker, wenn du seit dem ersten Teil anspielst, als wenn du im zweiten anfängst sozusagen. Ah, okay, kannst du also mit rübernehmen dann. Genau, richtig. Ah. Das, du kannst ja natürlich auch im zweiten Teil jetzt einen Charakter dann erschaffen. Dann fängst du quasi ab Level so und so an. Also kannst du ihn direkt auch hochleveln, damit du halt auf dem Standard bleibst, ne? Okay. Aber die Charakter und du hast einfach einen besseren Bezug zum Charakter, wenn du von Anfang an mit einem spielst. Also ich finde, man sollte sich ja auch mit dem Charakter so ein bisschen identifizieren, nicht unbedingt. Aber ich finde es immer nicht schlecht, wenn du immer einen Charakter hast, der... Haben wir den Berg jetzt hier weg? Ja. Fällt mir gerade mal auf. Wir müssen... Ist das richtig hier? Ja. Das hier muss noch weg. Ja, ist nur noch ein ganz kleines Eck, dann haben wir den ganzen Berg schon weggezwiebelt hier, tatsächlich.
Willst du das hier noch gerade rücken mit Erde oder willst du es einfach anders machen? Wie, du ziehst das Fundament hier rüber und baust auch nach unten so eine, da du weißt, was ich meine, Stützbalken. Dass wir das den Scheiß hier nicht ausheben müssen noch oder hochbauen müssen. Das ziehe ich gerade, aber das kann ich später noch machen. Das ist nicht das Problem. Ich meine, sonst machst du einfach das Fundament da drüber und dann machst du hier hinten noch so einen Stützbalken, da wo das Wasser ist und der Baum, da hast du darunter noch so einen schicken, blöden, grünen Baum. Wenn du hier rüber guckst. Also du meinst, dass ich den Pfeiler einfach bis ganz nach unten ziehe dann? Genau, und da kannst du quasi hier noch so einen Übergang in den Keller runter machen, dann kommst du unten raus, hast einen blöden Baum da. Das ist so nach dem Motto. Achso, ja, das kann ich machen, stimmt. Muss ich gerade mal gucken. Wir müssen tatsächlich daher noch. Okay, aber das kann man... Den kann man aber fast stehen lassen hier. Müssen wir mal gucken. So, jetzt will ich die Ecke dann noch schnell rausfriemeln. Huch, dann haben wir das auch fertig. Wahnsinn, den ganzen Berg mal eben weggezwiebelt. Ja. Ordentlich, ordentlich hier. So. Da, 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 da. Na komm. So. Nein. Na, jetzt kriege ich das nicht abgebaut. So. Mit der Spitzhacke hätte ich mal früher drauf kommen können. Hätte ich mir die ganze Kohle schenken können zum Umbrennen hier. Na ja, gut, egal. Wir haben sie ja. Habe übrigens eine Kiste voll, lohnt sich ja nicht. Wir haben es ja. Ja, natürlich. So. Die Kohle kann ich mir dann aufheben später für die entscharterte Spitzhacke mit Glück dann, wenn ich die endlich mal wieder reparieren kann. Kann man die Kisten mal wieder schön voll machen. So. Haben wir mal ein schönes Stückchen weggehauen hier. Ich überlege jetzt, sollen wir auf den langen Seiten 3 oder 4 Pfeiler machen? Würde ich erstmal noch gar nicht machen mit den Pfeilern. Also kannst du später ja noch angucken, ob sich das lohnt. Also die Eckpfeiler werde ich auf jeden Fall draufsetzen. Ja, die Eckpfeiler ja, aber das andere würde ich dann nicht bauen. Das würde ich erst gucken, wie das im Endeffekt wirkt. Ja. Hast du recht. So. Ein paar Cobbles habe ich auch noch. Hast du noch einen ganzen Rucksack voll Cobbles wahrscheinlich, ne? Ich bin doch hier gerade am Nachrüsten. Ah, okay. So, dann bauen wir das hier mal raus. Dann kann ich hier mal zumachen. So, hab ich noch Steine überhaupt dabei? Nee. Okay. Tick, tick. So. Mann, ist das hier eine Arbeit. Ja, das Problem ist, die Ofenmod, die ich in der 1.5.2 drin hatte, funktioniert hier leider nicht. Da konntest du nämlich, wenn du einen Diamantofen gemacht hast, konntest du 8 Stacks Material auf einmal reinpacken. Die hat er einfach nach und nach dann runter.